Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir sind hier auf einem verlassenen, angeblich verlassenen Anwesen. Hier waren nämlich Erscheinungen, ganz böse. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass ich hier mal ein... Schmied finde, aber naja. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon alle Erscheinungen platt gemacht habe oder vielleicht noch das ein oder andere Geistlein hier rumschwirrt. Das werden wir noch merken, aber hier ist irgendwas, eine kleine Schatulle. Robuster Scheunenschlüssel, Questgegenstand. Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Wahrscheinlich die Scheune, lieber Herr Geralt, wenn das Scheunenschlüssel heißt. Wobei das Lustige ist ja auch, ich habe ja nur die Information, dass es der Scheunenschlüssel ist. Und ich glaube, es ist nicht eingraviert auf den Schlüssel. Das heißt, Geralt weiß es wahrscheinlich nicht. Das macht Sinn. Tja, wer hat denn die Fackel angezündet? War das vielleicht einer der Geister? Oder Erscheinungen? Falls es dann einen Unterschied gibt. Hoho, das ist dann wohl die große Scheune, von der hier alle reden. Okay, ich glaube, da habe ich keinen Schlüssel für gebraucht. Oder merkt man das nicht, wenn man einen Schlüssel dafür verwendet? Also bisher ist ja nichts Krasses. Da wird, gesponnen, denke ich mal. Hier haben wir auch nichts. Altes Heu bzw. Stroh liegt hier natürlich noch drin. Was nicht gegessen wurde. Na kommt. Überhaupt nichts mehr. Müssen wir mal auf die zweite Ebene. Ja, falsche Richtung. Und hier wird jetzt ein riesengroßer Schatz liegen. Von dieser einst so mächtigen, reichen Familie. Die Kerzen mache ich mal lieber nicht an, sonst brennt diese Scheune nämlich wahrscheinlich ab. Vielleicht ist das ja auch einfach nur nicht die Scheune, die wir mit dem Schlüssel öffnen müssen. Ich hoffe es. Sonst war das noch relativ enttäuschend. Okay. Dann gehen wir. Wollen wir noch mehr Gebäude hier? Ah, das ist abgeschlossen. Jetzt wird es gemütlich? Nee, geheimnisvoll, mysteriös. Spannend. Hier hat mal jemand gewohnt. In der Scheune? Vielleicht wurde die ja besetzt, nachdem die eigentliche Familie weg war. Dolores. Hier ist was. Eine Truhe. Wo kommt die denn jetzt her? Mist. Lässt sich nicht öffnen. Ich brauche einen Schlüssel. Wir hatten doch jetzt schon den Scheunenschlüssel. Der reicht wohl nicht aus. Ich hoffe mal, das ist in einem der anderen Gebäude, in denen ich noch nicht drin war. Dass da der Schlüssel drin ist. Zugemauerte Tür oder was auch immer das ist. Es müsste ja eigentlich nur noch... Ne, es sind noch zwei Häuser, okay. Oh. Aber so lange, wie diese Familie weg ist, kann dieses Tier nicht da liegen, weil dann würde es nicht mehr so aussehen. Es muss eigentlich dann jünger sein und das Tier auch nicht. Wäre geil, wenn der Schlüssel in einem dieser Kadaver versteckt wäre. Hier ist gar nichts drin.
Aber warum sind die denn da gestorben? Also, hier liegt ja noch Haufen Heu rum. Also verhungert sein können sie ja eigentlich nicht. Merkwürdig. Moment, sind da zwei Eingangstüren? War ich nur in einer drinne? Kann das sein? War, glaube ich, in der ganz rechts. Hier war ich noch nicht drin. Korrekt, hier war ich noch nicht. Dahinter ist der Schlüssel versteckt. Hm, sehen wie Zwillinge aus. Das musst du jetzt erst anfassen, das Bild, um das rauszufinden. Oder? Merkwürdig. Schöpfkelle, die hab ich gebraucht. Okay. Hier ist irgendwo der Schlüssel. Und Becher. Ein Bett. Kandelaber. Seil. Wenn ich nichts übersehen habe, ist der Schlüssel leider doch nicht hier. Hoffen wir, dass an einem dieser... Ach nee, das ist glaube ich das letzte Gebäude, ne? Ist da eine Tür? Warum kann ich da nicht rein? Das letzte Gebäude, also in dem ich nicht drinne war, wo sich eventuell der Schlüssel verstecken könnte, und das kommt man nicht rein. Oder kommt man hier hoch? Da oben ist dann Eingang. Kann ich hier hochklettern? Ah, fuck. Komme ich vielleicht hier hoch und kann dann da drauf springen? Ja. Ja. Halli, halli. Bin so schlau. Das grenzt ja schon hier so ein bisschen an Rätselspiel, beziehungsweise Thief, beziehungsweise alles vergleichbar halt. Ah. Die ist zwar rot markiert, aber da steht nichts. Ich hoffe nur, ich komme ja auch wieder raus, ne? Das wäre natürlich mega genial, wenn ich hier nicht mehr rauskomme. Ah, doch, da fehlt eine Leiter nach oben. Sehr gut. Die Wunder Serikaniens. Gnomische Scherze. Oh, aber hier ist auch wieder nirgendwo ein... Ah, da ist noch was. Moment. Ein Tagebuch. Schon ziemlich abgenutzt. Ein Tagebuch. Na dann, auf zum fröhlichen Lesen. Ach, es wird auch direkt ausgegraut, wenn man schon gelesen hat. Sehr schön. Tagebuch von Dolores. Wir lesen aber erstmal die Wunder Serikaniens. Auf meinen vielen Reisen habe ich unzählige außergewöhnliche Orte gesehen. Die urtümliche Wildnis von Brokilon mit ihren Bäumen, die so hoch sind, dass die Wipfel in den Wolken verschwinden, Zwergenhöhlen, die tief im Mahakam-Gebirgsmassiv liegen und deren Wände mit reinem Gold überzogen waren, den Eispalast von Pont Vanis mit seinen mit Eisblumen verzierten Fenstern, doch in der Tat beeindruckte mich kein Ort so sehr wie das zu Recht berüchtigte Serikanien. Allerdings fürchtete ich, als ich das Ödnisgebirge überquerte, auf der anderen Seite eine Enttäuschung zu erleben. Ich hatte viele fantastische Geschichten über Serikanien gehört, über die Sandflächen ohne Pfade, von der Sonne weiß gebleicht, die goldschuppigen Drachen, die ihre Nester inmitten der Dünen bauen, die buckeligen Pferde, die wochenlang ohne einen Schluck Wasser überleben können. Doch nichts von allem schien mir möglich zu sein. Ich war sicher, dass diese Sensationen lediglich der überschwänglichen Vorstellungskraft eines Bardens entsprungen waren. Ich weiß, werte Leser, dass diese unglaublichen Erzählungen kaum zu glauben sind, denn mir ging es ebenso, aber sie sind alle wahr. Nicht nur, dass während der vielen Monate, die ich auf Reisen war, was?
Nicht nur das, während der vielen Monate, die ich auf Reisen war, sah ich Wunder, die allen bisherigen Reiseberichten noch übertrafen. Ich sah Tempel, die zur Anbetung der Drachen errichtet worden waren. Ich vernahm ihre Stimme, die fast menschlich klingt, aber von tausenden Echos widerhallte. Ich traf auf Kriegerinnen, die mit Leopardenfell bekleidet und von Kopf bis Fuß tätowiert waren und ebenso gut wie die Hexer mit der Klinge umgehen konnten. Ich sah Magier, die ihre Kraft aus dem Feuer schöpften. Ich sah scheinbar harmlose Fliegen, deren Biss einen Mann in einen tiefen Schlaf versetzen konnte, aus dem er niemals erwachte, außer um zu sterben. Kurz gesagt, Serikanien ist ein Land, in dem man das Fantastische normal und das Unmögliche alltäglich ist. Vielleicht kommen wir da ja auch mal irgendwann hin. Nomische Scherze. Kratzt den Schmalz aus einem Hundeohr, tränkt Baumwollzwirn damit, steckt den Zwirn in eine Lampe von grünlicher Färbung und stellt diese inmitten einer erwartungsvollen Meute auf. Sie soll schwören, dass sie einen Hundekopf sieht und dies keine Zauberei ist, sondern gute Kunde. Auf der Hochzeit des Prinzen von Elander versteckte sich ein schäbiger Gnom mit einem kleinen Entermesser bewaffnet in einer Torte. Gerade als sich die Gäste am Festbankett gütlich tun wollten, hüpfte der Gnom aus der Torte und jagte den Umstehenden einen höllischen Schrecken ein, der sich jedoch alsbald in Belustigung verwandelte, da man des Scherzes gewahr wurde. Ein Sinocephalus oder Hundekopf, wie wir in unserer Sprache sagen, eine Bestie aus den Ebenen von Zangueba, hat den Körper eines Menschen, aber den Kopf eines Hundes. Der Prinz von Elander erhielt ein ebensolches Exemplar aus jenen fernen Landen. Der Sinocephalus muss einmal die Stunde Wasser lassen, Tag und Nacht, weshalb die Zangueba sein Ebenbild auf Uhren und Kompasse gravieren. Gnomische Scherze, hä? Hä? Was hat das mit gnomischen Scherzen zu tun, außer dass in der Mitte halt? Sehr merkwürdig. Tagebuch von Dolores Rücker, dritter Fane. Die heißen Sommertage sind dieses Jahr früher als gewöhnlich gekommen. Humbert ist unerträglich. Er wird wütend, wenn ich die Milchmädchen zum Fluss begleite. Er sagt, ich dürfe mich nicht mit den Bediensteten anfreunden. Aber was ihn wirklich verärgert, ist, wenn ich mit Jan und Fred spreche. Er behauptet, dass eine Dame von gutem Stand sich nicht mit Männern von niedrigerem Stand abgeben soll. Dies würde seine rechtmäßige Autorität ihnen gegenüber untergraben. Vielleicht wird er erträglicher, wenn die Sommerhitze vorbei ist. 20. Fane. Die Langeweile macht mir immer mehr zu schaffen. Ich liebe meinen Bruder und ich bin froh, dass wir das Anwesen nach dem Tod unserer Eltern nicht verkauft haben. Aber manchmal träume ich davon, wie es wäre, woanders zu leben, mit anderen Leuten. Lass mich raten, das sind Zwillinge, die haben aber auch eine Beziehung miteinander und bumsen rum und so. Also zumindest klingt's gerade danach. 43. Fane. Wir haben einen Gast, er ist der Sohn eines Grafen irgendwo in der Nähe von Gors Velen. Eine Jagd brachte ihn in unser Gebiet und er bat um Unterkunft. Oh, was für eine Freude, endlich passiert etwas. 15. Lammers. Die Zeit ist gekommen, es zuzugeben. Ich liebe Roderick und ich habe das Gefühl, dass er mich auch liebt. Hoffentlich freut sich Humbert darüber. Okay, die hatten vielleicht keine richtige Beziehung, ach, rumgepumst oder so. Jetzt hat sich auf jeden Fall die Zwillingsschwester in den Typ verliebt, was aber der Zwillingsbruder natürlich nicht mag, weil er liebt seine Schwester und will halt nicht, dass er einen anderen Kerl hat. Und deswegen bringt er sie um oder so. Das ist halt das Gleiche. 18. Lammers. Ich habe Humbert von Roderick und mir erzählt. Er wurde sehr wütend. Er sagte, diese Partie stünde außer Frage. Vielleicht kann ich ihn vom Gegenteil überzeugen. 21. Lammers. Humbert bleibt unerbittlich, aber ich werde die Liebe meines Lebens wegen ihm nicht aufgeben. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde mit Roderick fortlaufen. Verdammt, aber jetzt habe ich keine Informationen darüber, wo dieser Schlüssel ist. Vielleicht habe ich ja Glück und irgendwo finde ich der ihre Leiche, weil Humbert sie erschlagen hat beim Weglaufen und da ist dann der Schlüssel oder so. Warum ist denn das rot? Kann ich das vielleicht mit einem Igni? Ja. Warum bin ich da nicht draußen drauf gekommen oder ging das nur von innen? Also ich habe jetzt eigentlich alles angeschaut, ne? Jedes Haus, etc. Aber den Schlüssel habe ich leider nicht gefunden. Das ist ein bisschen blöd. Weil mir sowas überhaupt nicht gefällt. Wenn ich Dinge unverrichtet zurücklassen muss. Gibt es noch irgendwelche Gebäude in der Nähe? Hier halt. Eigentlich wollte ich hier noch nicht vordringen, weil ich ja noch nicht die Fragezeichen klären wollte, aber ich denke, ich werde trotzdem mal. Muss ich jetzt hin? Hier lang? Trotzdem mal hier hingehen.
Ich will halt eigentlich erstmal die nächste Stadt, damit ich mir meine Sachen reparieren lassen kann. So, hier, das macht doch Sinn, solche kleinen Gebäude. Vielleicht liegt da irgendwas Interessantes drin. Ah, nee, wir kommen gar nicht rein, sehe ich gerade. Ne. Das sind alles nur irgendwelche Ruinen. Hier ist nichts Richtiges. Da hängt jemand. Nö, boah, finde ich nicht. Vielleicht mal durch Zufall irgendwie irgendwas. Aber so können wir es, denke ich, einfach stehen lassen. Ich überlege halt echt gerade, ob ich zuerst hier hingehe. Erstens weiß ich, dass da definitiv ein Schmied sein wird, denke ich. Ich weiß es doch nicht so richtig. Und zweitens decken wir dann logischerweise noch mehr Fragezeichen auf. Aber da müsste ich natürlich auch mal wieder zurückgehen, um das hier alles zu klären. Ich könnte es ja zum Beispiel so machen, dass ich jetzt erst da hingehe, mit dem Anschlagbrett gucke, was es hier für Fragezeichen gibt, und dann einfach dieses Gebiet hier kläre mit den Fragezeichen. Wobei wir müssen wahrscheinlich eh nochmal hier hin, weil wir ja wahrscheinlich irgendwann hier runtergehen. Zu diesem riesen Lager. Also könnte ich die Fragezeichen auch einfach lassen und ja, ich mache das jetzt so. Ich gehe jetzt zuerst dahin, weil ich muss einfach mal mich reparieren. Und dann haben wir direkt alles aufgedeckt und dann, ja, wie gesagt, ist alles kein Stress. Schneller. So relativ weit weg, aber bekommen wir schon hin. Zwar gar nichts, wenn ich hier komplett durch die Bäume reite, aber hoffen mal, dass keine Gegner weiter auf uns lauern. Und dass vor allem keine nervigen Berge oder sowas dazwischen sind, wie jetzt gerade. Oh fuck, hier sind Neckar. Aber auch da, denke ich, kann ich ohne Probleme davon reiten. Aber ich muss sagen, mir gefällt das mit der Anzahl der Monster in dem Spiel. Ich kann es immer nicht leiden, wenn man irgendein Spiel zockt. Und dann ist wirklich... Banditenlager, wo? Und dann ist wirklich alle 5 Meter eine Horde Monster. Ach so, die haben mich schon gesehen. Ich würde gerne mal versuchen, den... Ja... Da ist direkt tot, nice. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Stirb! Ah, ich müsste mich erstmal um die Bogenschützen kümmern. Verfickte Scheiße! Bringen wir es zu Ende. Oh nein. Oh nein! Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Na? Geralt, los, Action. Wie ein du Dreckshexer! Verdammter Ziegenficker! Arm ab! Ja, ich kämpfe gerade wieder nicht gut, aber die reicht glücklicherweise. Das gefällt mir! Der Dreckskerl verflucht uns! Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Was war das denn? Ich hab da jetzt gerade eben gekontert. Wir ziehen dir die Haut ab! Geschafft! War jetzt auch nicht so schwer. Zwergenschnaps, Schweinehaut. Ziemlich viel insgesamt erstmal drin. Haben auch eine neue Armbrust bekommen, aber irgendwie finden wir keine besseren Armbrüste, habe ich das Gefühl. Was? Spaltbolzen, ein Relikt.
Benötigt einfach mal Stufe 22. Also, ja, wir sehen uns dann in 12 Level, in 12 Level wieder. Und Armbrust benötigt Stufe 14. Macht aber auch nur 2 Schaden mehr. Aber okay, cool. Da haben wir wenigstens mal eine neue Armbrust. Die nehmen wir dann natürlich sobald wir können. Also in 4 Leveln, also in 100 Jahren gefühlt. Haben sich ja eine gute Position ausgesucht für ein Lager. Da haben sie zumindest entsprechend den Überblick. So, Spike. Spike habe ich wieder gesagt. Plötze meine ich natürlich. Und dann reiten wir mal geschwind wie der Wind zur Stadt. Komm. Und schon sind wir da. Lindenthal nennt es sich, dieses schöne Dorf. Er ist der blutige Baron, kennt sich aus mit Blutsport. Dann würde ich sagen, Gloriel geht es immer noch schlecht. Oha, wir lesen mal kurz, was da steht und schauen uns den Rest morgen an. Oh, ich sehe hier kein Symbol für einen Schmied. Das gibt's doch nicht. Lindenthal, eines von Welens vielen armen Dörfern. Seine Armut wurde durch die Kriegssteuern und die Epidemie, die sich nach Ankunft der Nilfgaarder ausbreitete, noch verschlimmert. Naja, wir schauen uns dann morgen mal die Stadt genauer an. Ich hoffe, dass es hier doch irgendwo einen Schmied gibt. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, euer Paxis, bis morgen. Tschüss.